Diversify. Das LGBTI-Netzwerk der Lufthansa Group heißt Sie und Euch herzlich willkommen zum Pride Takeoff 2020. Live aus dem Lufthansa Aviation Center am Flughafen Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Online-Pride-Take-Off des Diversify-Netzwerks der Lufthansa. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt und dass wir einen schönen Abend mit euch verbringen können. Heute einmal im Online-Format, für uns auch ein neues Format. Wir freuen uns sehr darauf, auch wenn wir euch leider in diesem Zusammenhang nicht sehen können. Mein Name ist Björn Jahnke, ich bin der Moderator für den heutigen Abend und im Diversify-Netzwerk aktiv. Und möchte ganz herzlich alle internen wie auch externen Teilnehmer begrüßen. Wir haben Kollegen von externen Netzwerken, von Netzwerken anderer Unternehmen eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Und wir haben auch unsere eigenen Kollegen aus den verschiedenen Firmen des Lufthansa-Konzerns, die gerade eben eingeblendet waren, dabei und freuen uns sehr, dass ihr da seid und einschaltet. Wie ich schon sagte, leider können wir das heute nicht live machen wie in den letzten Jahren, sondern haben ein Online-Event draus gemacht, weil wir diesen Termin nicht verstreichen lassen wollen und auch in der Zeit, in der Pride-Saison ein Zeichen setzen wollen und euch ein Programm bieten möchten. Wir haben hier im Studio sind heute der Timo. Der Timo ist unser Beauftragter für Chancengleichheit und auch einer der Sprecher unseres Netzwerks von Diversify, der Lufthansa. Und es ist leider nicht hier der Ralf. Der Ralf ist auch einer der Sprecher unseres Netzwerks. Der schaut uns heute auch von zu Hause zu, da er krank geworden ist. Außerdem haben wir zugeschaltet aus Köln den Markus Felke-Schmidt. Hallo Markus. Markus wird uns im Laufe des Abends einen Einblick geben in das Thema Paragraph 175. Wir hatten es in der Einladung schon geschrieben. Und dazu könnt ihr Fragen stellen, Fragen beantworten. Wir werden anfangen heute mit einem kleinen Ausblick, einem kleinen Rückblick und dann auch einem Ausblick in bezüglich des Netzwerks, der Netzwerkarbeit, des Diversify-Netzwerks. Und darüber hinaus, was sich in unserem Umfeld getan hat, auch unseren Schirmherrn wird der Timo erwähnen. Und im Anschluss an diese Vorstellung von Timo werden wir den Markus da haben. Markus Felke-Schmidt möchte uns einen Einblick geben zum Paragraphen 175 und der Beschneidung der Schwulenrechte in diesem Zusammenhang. Wenn er das getan hat, möchten wir gerne eine Frage-Antwort-Runde starten. Ihr könnt jetzt schon über das kleine Feld unter dem Webcast Fragen euch überlegen oder halt, die euch interessieren und diese dort eingeben. Die kommen bei mir hier an. Ich habe auch gesehen, dass schon einige was reingeschrieben haben. Bisher war keine Frage dabei, aber ich habe mich sehr über die Willkommensgrüße gefreut. Und genau, ich denke, dass wir das dann nach einer guten Stunde dann ungefähr damit durch sein werden. Das ist der offizielle Teil dieser Veranstaltung. Normalerweise würden wir dann zusammenkommen und bei einem Sekt und einem Häppchen das fröhliche Networking anfangen. Das wird in diesem Jahr nicht möglich sein. Wir haben uns da überlegt, ein Online-Tool auszuprobieren. Das ist dann der inoffizielle Teil. Wir werden euch einblenden, einen entsprechenden Link, über welchen wir dann dieses Netzwerken machen werden. Es ist eine gute Gelegenheit, auch dieses Mal auszuprobieren. Und wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch. Ich würde dann gerne zum ersten Teil des Abends überleiten. Der erste Teil ist der Timo Pietrzacek, der einer unserer Sprecher des Netzwerks ist und der Beauftragte für Chancengleichheit der Lufthansa-Gruppe und euch einen kleinen Ausblick und Rückblick zu geben. Ja, vielen Dank, Björn, auch für die Einleitung und für die Überleitung. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen auch zu unserem Podcast. Diesmal ist alles anders, heute in virtueller Form. Ja, Diversify
ist als LGBTI-Netzwerk ein relativ junges Netzwerk. Das sagen wir auch relativ häufig, aus gutem Grund. Denn es ist bemerkenswert, wie viel sich seit der Gründung des Netzwerks vor 2 Jahren im Unternehmen getan hat. LGBTI-Belange, aber auch Diversität im Allgemeinen oder ein benachteiligungsfreies Miteinander im Arbeitsumfeld, das sind alles Werte der Lufthansa-eigenen DNA. Und als solche verankert auch im Lufthansa Code of Conduct. Das bedeutet, diese Werte oder auch diese Themen sind für das Unternehmen nichts Neues. Was allerdings neu ist, und das treiben wir auch als Netzwerk seit 2 Jahren voran, ist eine erhöhte Aufmerksamkeit auf die LGBTI-Bedürfnisse und Interessen intern und eine stärkere Präsenz nach außen hin. Also eine klare Positionierung des Unternehmens für die Community. Das Letztere ist wunderbar klappt, das haben wir im Einspieler gesehen. Die Logos der Konzerngesellschaften, wie die der Cargo, der Systems in Verbindung mit den Regenbogenfarben. Das ist ein klares Zeichen nach außen hin für die Community und eine Unterstützung auch in den sozialen Medien, über die wir uns sehr freuen. Dass die Aufmerksamkeit intern, aber auch das Backing da ist und vorhanden ist, das zeigt sich nicht zuletzt auch in unserer Mitgliederstruktur. Seit dem letzten Pride Takeoff 2019, vor einem Jahr, haben wir 40% mehr Mitglieder in unserem Verteiler aufgenommen. Die meisten davon von der Lufthansa AG. Die zweitgrößte Gruppe stellt dabei die Lufthansa Technik. Lufthansa ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Und das spüren auch wir im Netzwerk. Wir werden zunehmend internationaler mit Mitgliedern vom Iran bis hin zu den USA, Mittelamerika, Südamerika oder auch Kapstadt in Südafrika. Und Kapstadt ist ein sehr gutes Stichwort, denn neben unseren 4 Diversify-Standorten Frankfurt, München, Berlin und Hamburg haben wir seit Beginn des Jahres 2020 auch als 5. Standort Kapstadt. Und mit Anne Lee Wilkham, eine Kollegin vor Ort von der Lufthansa InTouch, die uns da tatkräftig unterstützt und auch Teil unseres Sprecherkreises geworden ist. Aber was haben wir 2019 noch so erreicht? Diversify als Netzwerk engagiert sich sehr zum Welt-AIDS-Tag. Und so konnten wir auch unser Engagement letztes Jahr erweitern auf weitere Standorte im Unternehmen und durch eine Spendenaktion ca. 4.000 Euro für die lokalen AIDS-Stiftungen sammeln. Außerdem fand unsere erste Mitgliederversammlung statt von Diversify. Dort hatten wir die erste offizielle Wahl der Sprecher, wo auch Ralf Schuster und meine Wenigkeit im Amt oder als Sprecher bestätigt wurden. Aber wir konnten auch unser Statut verabschieden mit unseren Zielen und unserer festgelegten Netzwerkstruktur. In 2019 haben wir auch Wilken Bormann als Schirmherrn für Diversify gewinnen können. Damals war er noch in der Rolle als CEO des Hubs München. Seit Beginn des Jahres wurde er berufen hier in den Vorstand in Frankfurt und übernahm dort den Bereich Lufthansa Group Finance. Für Wilken Bormann als Topmanager, und das hat sich auch im persönlichen Gespräch herauskristallisiert und er hat es auch unterstrichen, ist Diversität eine Selbstverständlichkeit und Vielfalt ein Garant für innovative und kreative Ideen. Und deswegen unterstützt er sehr, sehr gerne das LGBTI-Netzwerk der Lufthansa Group. Und wir wiederum sind sehr froh, so einen starken Befürworter an unserer Seite zu haben. Für 2020 haben wir sehr große Pläne gehabt. Doch dann kam Corona und wie für fast alle Branchen, auch für uns, fast sogar der Stillstand. Viele Pläne mussten wir absagen, auch genauso wie viele Großveranstaltungen, wie die CSD-Events, die entweder ganz abgesagt wurden oder nicht so stattfinden, wie wir sie kennen. Dennoch wollten wir an diesem Pride Takeoff festhalten, jetzt auch im virtuellen Rahmen, weil wir ein Zeichen setzen wollten, dass wir die LGBTI-Belange auch für das Unternehmen nicht aus dem Auge verloren haben. Doch damit nicht genug. Wir wollen auch Flagge zeigen und das nehmen wir auch wörtlich. As we speak sozusagen haben wir eine Regenbogenflagge vor dem FOC in München gehisst. Auch seit Anfang dieser Woche ist eine Regenbogenflagge hier in Frankfurt auf der Basis zu sehen.
Anfang nächster Woche wird eine weitere Regenbogenflagge am Terminal 1 in Frankfurt zu sehen sein. Und ich habe gehört, dass eine Fahne schon den Postweg genommen hat in Richtung Hamburg. Für 2020 haben wir allerdings auch noch weitere Pläne gehabt, die wir momentan erstmal zurückgestellt haben, aber alsbald wieder aufnehmen wollen. Und als Beispiel nur mal zwei Themen. Ich habe es bereits erwähnt, wir werden als Netzwerk immer internationaler. Deswegen haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir auch für die internationalen Mitglieder da sein? Außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas. Wir sind deshalb in den Austausch gegangen mit den LGBTI-Netzwerken der United Airlines und von Air Canada und haben uns auch dort mit ihnen unterhalten und festgestellt, dass sie dieselben Fragestellungen hatten wie wir für ihre Mitglieder. Und so ist die Idee geboren, auch zukünftig mit anderen LGBTI-Netzwerken in der Airline-Branche zusammenzuarbeiten und gemeinsam herauszufinden, wie wir unsere Unterstützung für unsere internationalen Mitglieder optimieren können und sie in unsere Netzwerke sogar auch integrieren können. Das zweite Thema für 2020, was wir ins Auge gefasst haben, ist ein breiterer Fokus auch auf andere Gruppen der LGBTI-Community. Wir denken da an Bi-, Trans- oder Intersexuelle. Allerdings ist das auch mit einem Appell verbunden an alle Mitglieder des Netzwerks. Ich kann freilich sehr wenig über Kindererziehung sagen, weil ich selbst noch keine Kinder habe. Naja, das heißt, ich könnte es vielleicht, aber mir fehlt schlichtweg die Erfahrung dafür. Und so verhält es sich auch mit den von mir angesprochenen Gruppen. Das heißt, wenn sich jemand mit diesen Themen auch identifizieren kann, dann sind wir sehr dankbar für jegliche Unterstützung, für persönliche Erfahrungen mit einer Expertise, damit wir zusammen auch diese Themen auch für diese Gruppen aus dem LGBTI-Community oder Umfeld weiter vorantreiben und richtig platzieren können. Sprecht uns einfach an, mailt uns, kontaktiert uns. Wir sind wirklich dankbar für jede Hilfe, auch wenn es im kleinen Rahmen ist. Das war alles ein kurzer Rückblick zu dem, was war, zu dem, was momentan ist, aber auch ein kleiner Ausblick zu dem, was noch kommt. Und zusammenfassend, und ich glaube, da kann ich auch im Namen von Ralf, meinem Co-Sprecher, sagen, wir haben sehr viel Spaß in der Zusammenarbeit mit dem Netzwerk und sind auch sehr froh darüber, dass das Unternehmen in diesen Themen auch mitzieht. Ja, wir sind ein relativ junges Netzwerk, aber ich glaube, mit den Themen, die wir vorantreiben, können wir uns durchaus sehen lassen. Und deswegen bleibt mir einfach nur zu sagen, bleibt weiterhin gesund. Ich freue mich, dass ihr auch zahlreich eingeschaltet habt. Habt Spaß auch bei den weiteren Programmpunkten, bei dem Get-Together am Ende. Und hoffentlich, und da bin ich mir eigentlich recht sicher, können wir uns auch persönlich mal hier entweder in Frankfurt oder an anderen Standorten treffen. Und mit diesen Worten gebe ich auch wieder zurück an Björn. Vielen herzlichen Dank, Timo. Timo, ich weiß, dass du noch andere Verpflichtungen hast heute und deshalb in Kürze gehen musst. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich möchte gern zum Hauptpunkt des heutigen Abends überleiten und das ist unser Stargast, der Markus Welke-Schmidt. Der Markus, hallo Markus. Der Markus ist uns aus Köln zugeschaltet. Er ist auch ursprünglich aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, Jahrgang 1974. Und möchte euch kurz vorstellen, wer Markus eigentlich ist und was sein Hintergrund ist. Er ist Geschichtswissenschaftler und aktuell Promotionsanwärter, aber auch freiberuflicher Historiker. Und Vorstandsmitglied im Zentrum für Schwule Geschichte in Köln. Seit 2017 ist er Mitarbeiter bei der Interessenvertretung Schwuler Senioren, kurz BIS, für die Beratung und Information der Anspruchsberechtigten des Gesetzes über strafrechtliche Rehabilitierung, der nach dem 8. Mai 1945 wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen bestraften Schwulen. Und außerdem hat er viele Ausstellungen organisiert, jetzt zum Thema Paragraph 175, das ist genau der Paragraph, um den es hier geht, zusammen mit dem Schwulen Museum in Berlin, aber auch mit dem Zentrum für Schwule Geschichte.
Und ich würde gerne überleiten zum Markus mit einer Eingangsfrage. Erstmal herzlichen Dank, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, auch zu so später Stunde noch im Büro zu sitzen und uns Frage und Antwort zu stehen. Einleiten würde ich gerne mit der Frage des Paragraphen 175. Ich glaube, nicht jedem von uns, die wir hier eingewählt sind, sagt das unbedingt was. Und vielleicht uns ein paar Hintergrundinformationen zu geben, was eigentlich dieses Gesetz, woher das kommt und was es beinhaltet. Ja, wunderschönen guten Abend aus Köln nach Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier dabei sein kann und einige Dinge sagen kann. Ich möchte erstmal ganz zu Anfang sagen, das Rehabilitierungsgesetz, was Björn angesprochen hat, das gilt nicht nur für Schwule, das gilt auch für lesbische Frauen, da kommen wir aber gleich noch zu. Paragraph 175 ist ein Gesetz, das zum ersten Mal in Erscheinung trat auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands im Jahr 1869. Vielleicht, wenn der eine oder die andere unter euch, unter Ihnen an den Geschichtsunterricht zurückdenkt, da gab es diesen Krieg zwischen Preußen und Österreich und die Vorherrschaft im damaligen Deutschen Bund. Den Krieg hat Preußen für sich entschieden, hat dann alle Staaten nördlich der Mainlinie unter seiner Vorherrschaft vereint und hat ein Strafgesetzbuch hierfür geschaffen und dabei einen Paragraphen aus dem eigenen Strafgesetzbuch übernommen, mit der Zahl 175, mit dem Inhalt, dass die widernatürliche Unzucht, so hieß es, zwischen Männern mit Gefängnis zu bestrafen sei. Also es geht dabei um die Paragraph 175, hat also seit 1869 und dann ab dem 1. Januar 1872, als das Strafgesetzbuch für das neu gegründete Deutsche Kaiserreich in Kraft trat, in Deutschland gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen zwischen Männern mit Gefängnisstrafe belegt. Und dieses Gesetz kam nicht aus heiterem Himmel, sondern hat eine sehr lange Vorgeschichte und eine sehr, sehr lange Tradition. Wenn man mal zurückschaut, da kann man ungefähr 2000 Jahre zurückgehen, als im spätantiken Römischen Reich das Christentum Staatsreligion wurde. Da seitdem kennen wir auch Bestrafung von gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen zwischen Männern, aber auch zwischen Frauen. Das fing so an im 4. Jahrhundert nach Christus. Das war so ein Prozess über mehrere Jahrzehnte, in dem das Christentum langsam zur Staatsreligion wurde. Das zog sich dann fort übers Mittelalter und die frühe Neuzeit und mündet dann letzten Endes in diesem Paragraphen 175. Ich habe es gerade schon erwähnt, in der Antike wurden auch noch auch Frauen bestraft und im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Das ist dann verloren gegangen über die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Paragraph 175 bezieht sich vom Wortlaut oder bezog sich vom Wortlaut her nur auf gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter Männern. Ja, Paragraph 175 des Kaiserreiches war ein Paragraph, bei dem vor Gericht nachgewiesen werden musste, dass sogenannte beischlafähnliche Handlungen vollzogen worden waren. Es lief also darauf hinaus, ein Mann musste einen anderen Mann oral oder anal penetriert haben, um überhaupt bestraft werden zu können. Damit wurde der Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau nachgeahmt. Und hier haben Kritiker das Problem von Anfang an gesehen, zum einen, dass das nicht scharf genug ist, ja, weil Männer eben nicht immer nur Analverkehr oder Oralverkehr miteinander betreiben. Das heißt, das war den Kritikern der Homosexuellen alles zu lasch. Zum anderen war das Problem auch oder wurde als Problem gesehen, dass dieser Paragraph nicht für Frauen galt. Es wurde also immer wieder gefordert, auch gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen unter Frauen mit Paragraph 175 zu bestrafen. Das hat aber nicht funktioniert. Das ist bis zu seiner Abschaffung, ist es dazu nicht gekommen. Und schon im Kaiserreich gab es auch Emanzipationsbestrebungen gegen diesen Paragraphen 175. Magnus Hirschfeld ist wahrscheinlich ein Begriff. Sexualwissenschaftler und Arzt aus Berlin, der dort das berühmte wissenschaftlich-humanitäre Komitee gegründet hat, 1897, um gegen Paragraph 175 vorzugehen. Erfolglos, muss man sagen, bis zur Machtübertragung an die Nationalsozialisten. In nationalsozialistischer Zeit wurde Paragraph 175 1935 nochmal verschärft und ergänzt um Paragraph 175a. Davon habt ihr oder haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, der die sogenannte schwere Unzucht unter Männern bestrafte. Das waren also
sexuelle Handlungen mit Minderjährigen unter 21. Das war damals die Vollaltersgrenze. Alles, was in irgendeiner Form mit Missbrauch, Vergewaltigung und Nötigung zu tun hat und die gleichgeschlechtliche Prostitution. Das sind natürlich alles Dinge, die auf jeden Fall bestraft gehören, vor allem jetzt im Bereich Nötigung, Missbrauch, Vergewaltigung. Da gab es aber an für sich auch schon Strafgesetze im deutschen Strafgesetzbuch für den heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Die hat man aber nicht anwenden wollen oder können auf das, was Männer miteinander gemacht haben. Es war also ein echtes Sonderstrafrecht. Ja, und im Dritten Reich erreichte dann die Verfolgungsintensität bei gleichgeschlechtlich liebenden Männern einen ersten traurigen Höhepunkt. Also um die 50.000 Verurteilungen hat es wohl gegeben. Und zwischen 5.000 und 15.000 Männern, die dann im Konzentrationslager auch gelandet sind, als Folge einer solchen Verurteilung und das Konzentrationslager dann auch größtenteils nicht überlebt haben. Und nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind diese Paragraphen 175, 175a in der Fassung der NS-Zeit in das Strafgesetzbuch der jungen Bundesrepublik Deutschland übernommen worden, unverändert. Sie galten nicht als NS-Unrecht und sind dann erst 1969 in Westdeutschland das erste Mal liberalisiert worden. Bis dahin gab es noch einmal 50.000 Verurteilungen, circa 100.000 Ermittlungsverfahren gegen Männer. Und die Verfolgung war genauso intensiv, kann man sagen, vielleicht sogar intensiver als in der NS-Zeit. Der Unterschied war, dass hier niemand mehr vom Staat ermordet wurde oder in Lager gesperrt wurde. Das war sozusagen der einzige Unterschied. In der ehemaligen DDR wurde Paragraph 175 in der Fassung des Kaiserreichs weiter angewandt, 175a in der Fassung der Nationalsozialisten, aber seit Mitte der 50er Jahre nicht mehr angewendet. In der DDR wurde seit ungefähr Mitte, Ende der 50er Jahre kaum noch oder gar nicht mehr nach diesen Paragraphen verurteilt. Das liegt unter anderem daran, dass man auch der Meinung war, der Aufbau des Sozialismus wird nicht in Mitleidenschaft gezogen, wenn Männer miteinander sexuell verkehren. Muss man also auch jetzt nicht weiter verfolgen. Gleichwohl war das aber immer noch ein schweres sittliches Problem. Und 1968 wurde dann Paragraph 175, 175a in der DDR abgeschafft und ergänzt durch einen Paragraphen 151, der gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen mit Jugendlichen unter 18 bestrafte. Und das betraf sowohl schwule sexuelle Handlungen als auch lesbische sexuelle Handlungen. Und dieser Paragraph 151, der ist dann abgeschafft worden 1988. Und das hatte wiederum zur Folge, als es dann zur deutschen Wiedervereinigung kam, dass es in Westdeutschland noch Paragraph 175 gab, in Ostdeutschland aber nichts dergleichen. Und weil eben auch vereinbart worden war, dass die Bürger und Bürgerinnen der DDR nicht schlechter gestellt werden sollen durch den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland, auch im Rechtsgebiet. Das hat dann letzten Endes mit dazu geführt, dass dann erst 1994 Paragraph 175 endgültig abgeschafft wurde, also die Strafbarkeit gleichgeschlechtlicher sexueller Handlungen unter Männern. Das ist jetzt so ein Schnelldurchlauf durch die Geschichte dieses Paragraphen in Deutschland. Dankeschön, Markus. Das ist wirklich ein trauriges Kapitel der deutschen Geschichte, was wir nicht vergessen wollen. Und das ist auch ein Grund, warum wir das heute als Thema aufgenommen haben. Vielen Dank, dass du das jetzt nochmal umrissen hast. Ich glaube, nicht jedem ist das so direkt geläufig. Mich würde jetzt nochmal interessieren, bevor wir in die Fragen der Teilnehmer einsteigen, was ist dein Bezug zu diesem Thema und wie bist du dazu gekommen? Kannst du da vielleicht ein paar Worte zu sagen? Ja, also zum einen ist es eben einer meiner Forschungsschwerpunkte, die Geschichte der Repression gleichgeschlechtlichen Lebens in Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts, so nenne ich das immer. Ich als Vorsitzender des Zentrums Schwule Geschichte arbeite ich auch damit und ich arbeite bei der Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren am Beratungstelefon für Menschen, die jetzt rehabilitiert und entschädigt werden. Das haben vielleicht einige mitbekommen, dass es seit 2017 das Gesetz über die strafrechtliche Rehabilitierung der wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen nach dem 8. Mai 1945 verurteilten Personen gibt. Die Menschen sind rehabilitiert unter gewissen Voraussetzungen und können eine Entschädigung beantragen. Und da habe ich jetzt als Historiker die Möglichkeit, Geschichte quasi mitzugestalten, ja, indem ich ein historisches Gesetz anwende, damit arbeite und Menschen berate. Das ist so, ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl auch immer wieder, dass man so an der Ausgestaltung eines historischen Prozesses auch teilhaben kann.
Wie sahen die Strafen aus für die Verurteilten und wie lange wurden die noch vollzogen? Das wäre eine Frage. Ja, es gab, also Gefängnisstrafe war vorgesehen. Das war in der Regel einige Wochen bis einige Monate, teilweise auch mehr als ein Jahr. Geldstrafen hat es dann auch gegeben, vor allem seit der Weimarer Republik und in der NS-Zeit das Gleiche. Und in der NS-Zeit sah es dann so aus, dass ab 1941 jeder Mann, der mehr als einen Partner verführt hatte, automatisch in ein Konzentrationslager zu überstellen war. Hinzu kam dann auch noch, dass in der NS-Zeit Schutzhaft und Vorbeugungshaft verhängt werden konnte. Das heißt, wenn Polizei oder die geheime Staatspolizei, die Gestapo, nicht genug Beweise hatten gegen jemanden oder der Meinung waren, jemand müsste jetzt weiter festgehalten werden, konnten diese Leute einfach weiter unbegrenzt im Gefängnis festgehalten werden, beziehungsweise dann auch in ein KZ überstellt werden, weil diese Schutzhaft in der Regel in einem KZ vollzogen wurde. Und wie ich schon sagte, das haben sehr, sehr viele nicht überlebt. Weitere Strafen waren im Kaiserreich, in der Weimarer Zeit und auch in der NS-Zeit der Entzug der bürgerlichen Ehrenrechte. Das bedeutet also zum Beispiel das Recht, sich wählen zu lassen oder zu wählen. In der NS-Zeit waren Männer und Verurteilte nach den Paragraphen auch von Kastration bedroht. Und Sicherungsverwahrung, dauerhafte Unterbringung in Heil- und Fürsorgeanstalten. Also Kastration wurde ja freiwillig erzwungen häufig. Man hat die Männer vor die Wahl gestellt: Entweder du gehst ins KZ oder du lässt dich entmannen und kannst dann wieder als vollwertiges Mitglied der deutschen Volksgemeinschaft ja versuchen, deinen Weg weiterzugehen. Dazu muss man jetzt auch noch sagen, dass also Paragraph 175 wird ja immer gerne als der Schuldenparagraph tituliert. Das greift viel zu kurz. Paragraph 175 hat grundsätzlich alle Männer oder alle Personen, die als Männer wahrgenommen wurden, mit Strafe bedroht, die mit anderen als Männern wahrgenommene Personen Sex hatten. Das heißt konkret, heterosexuelle Männer waren genauso betroffen, die sich mal ausprobiert haben, einfach, die ganz neugierig waren, dabei erwischt wurden. Transfrauen konnten in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sie noch als Männer registriert waren oder auch noch über männliche Geschlechtsorgane verfügten und mit anderen Männern Sex hatten. Beispielsweise bisexuelle Männer waren natürlich auch betroffen. In den Quellen lässt sich das kaum auseinanderhalten, in den historisch überlieferten Quellen, wer jetzt wirklich schwul und wer wirklich hetero war. Das kann man, Entschuldigung, wer wirklich schwul und wirklich bi war. So, das kann man da leider nicht so auseinanderhalten. Ja, und dazu muss man auch sagen, dass mit Paragraph 175 ein Repressionsklima geschaffen wurde. Allgemeines Repressionsklima, von dem natürlich auch lesbische Frauen betroffen waren. Da, wo Schwule verfolgt und vernichtet wurden und werden, haben natürlich auch lesbische Frauen keine besonders guten Existenzgrundlagen. Und in der Bundesrepublik stand eben auch Gefängnis weiterhin drauf, Zuchthaus auch. Das ist noch ein Relikt aus dem Dritten Reich, aus der Verschärfung der Paragraphen. Und ja, bis 1969 wurden diese Strafen vollzogen. 1969 gab es ja in der Bundesrepublik die Liberalisierung der Paragraphen 175 und 175. Und da gab es dann eine Kampagne der Justizminister der Bundesrepublik Deutschland, die dann festgelegt haben, 1969 diejenigen, die jetzt verurteilt worden sind und die nach der neuen Gesetzeslage nicht mehr strafbar sind, werden nicht mehr ins Gefängnis eingestellt, beziehungsweise werden entlassen. Andere Fälle waren ja noch strafbar bis 1994. Da wurden auch weiterhin noch Gefängnisstrafen und Geldstrafen vollzogen, auch Bewährungsstrafen. Ja, es konnte natürlich auch immer passieren, dass man im Anschluss in eine Sicherungsverwahrung kommt oder ja, in eine Heil- und Fürsorgeanstalt untergebracht wird. Und die Geschichte mit der Entmannung hat sich auch noch fortgesetzt in der jungen Bundesrepublik. Hier war es jetzt so, dass im Einzelfall verurteilten Homosexuellen, vor allem Mehrfachtätern, nahegelegt wurde, sich doch kastrieren zu lassen, um endlich wieder in die Gesellschaft sich eingliedern lassen zu können. Das haben manche auch getan, weil sie einfach keinen anderen Ausweg sahen, um wieder in Freiheit zu kommen. Aber da war das nun tatsächlich so, dass niemand gegen seinen Willen in dem Sinne kastriert wurde, wie das dann im Dritten Reich der Fall. Aber es ist nach wie vor vorgekommen. Und die Statistiken zeigen, dass auch noch im Jahr 1994
so im zweistelligen, niedrigen zweistelligen Bereich verurteilt worden ist. Also auch noch kurz vor der endgültigen Abschaffung des Paragraphen 175. Man muss dazu auch noch sagen, dass Paragraph 175 nach 1973, da gab es ja nochmal eine Liberalisierung, eine Jugendschutzvorschrift war. Männer über 18, die mit Männern unter 18 Sex hatten, wurden bestraft. Ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit. Also ich bin mit 16 in die Szene gekommen, hatte mit 16 mein Coming Out. Das war 1990, muss das gewesen sein, ja. Und da hatte ich auch Begegnungen mit etwas älteren Männern, so in den 20ern, die hatten teilweise panische Angst, dass sie wegen mir vor Gericht landen. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden damals. Ich war da gar nicht informiert. Aber die Gefahr bestand da auch immer noch. Okay, danke für den Einblick, den du uns gegeben hast. Das ist sehr traurig, habe ich schon gesagt eingangs, aber wenn ich das richtig verstehe, bis 1994 wurden die Strafen auch noch vollzogen. Das heißt, es gibt aktuell noch sehr viele Männer, denen das widerfahren ist und für diese bietet ihr diese Beratungsstelle an. Ist das richtig? Da habt ihr einen, Genau, genau. kannst du dazu noch ein paar Worte sagen? Ja, genau. Es gab, also es ist, man hat, als dieses Rehabilitierungsgesetz entwickelt wurde, da war auch mein Arbeitgeber, die Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren, mit dran beteiligt an den Vorbereitungen, hat man errechnet, wie viele Menschen könnten jetzt noch leben, die nach dem 8. Mai 1945, also nach dem Kriegsende in Europa, anspruchsberechtigt sein könnten für eine Rehabilitierung und Entschädigung. Und da kam man auf etwa 5.000 Personen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man darauf gekommen ist. Man hat das irgendwie runtergerechnet von den 50.000 Verurteilungen, die es gegeben hat. Und 5.000 Männer und Frauen sollen noch anspruchsberechtigt sein auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands, die eine Rehabilitierung in Anspruch nehmen können und eben auch eine Entschädigung bekommen können. Dazu ist ein gewisser bürokratischer Weg zu beschreiten. Die meisten Menschen haben kein Urteil mehr. Die haben das aus den verschiedensten Gründen vernichtet. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein Mann, schwuler Mann, wurde verurteilt, kam wieder raus und war so nachhaltig traumatisiert, dass er dann heterosexuell geheiratet hat und eine Familie gegründet hat und versucht hat, sich wirklich wieder einzugliedern in die heteronormative Gesellschaft und darum eben alles, was er an Unterlagen hatte, auch vernichtet hat, damit die Ehefrau das nicht spitz bekommt oder irgendjemand anders. Und also es gibt noch ganz viele andere Gründe, warum die Leute ihre Unterlagen nicht mehr haben. Und oder wir fangen andersrum an, wenn Menschen noch ein Urteil haben aus der Zeit von 45 bis 1994, können sie damit direkt zum Bundesamt für Justiz gehen und eine Entschädigung beantragen. Wer das nicht hat, und das ist eben die Mehrzahl, der muss bei der Staatsanwaltschaft, die damals die strafrechtliche Verfolgung orchestriert hat, eine sogenannte Rehabilitierungsbescheinigung beantragen. Und da muss man dann eine eidesstattliche Versicherung abgeben, dass eben die Verurteilung stattgefunden hat. Und dass der Partner 16 war oder älter, dass es ein einvernehmliches sexuelles Verhältnis vorlag. Wenn man diese eidesstattliche Versicherung abgegeben hat, bekommt man eine Rehabilitierungsbescheinigung. Und da helfen wir, oder ich jetzt vor allem speziell, wenn man diese Telefonnummer wählt, 0800 175 2017, kommt man bei mir raus, in der Regel, ja eigentlich immer. Und ich informiere und kläre auf, wie der Weg beschritten werden kann zur Rehabilitierung und Entschädigung. Und ich unterstütze dabei, zum Beispiel mit der Staatsanwaltschaft wieder in Kontakt zu treten. Das wollen viele begreiflicherweise nicht mehr machen selber. Und wir bieten da einen Komplettservice an. Man kann mir eine Vollmacht sozusagen ausstellen und dann handle ich oder ich tätig im Namen der Personen, wickel den ganzen Verkehr ab, Schriftverkehr, Antragsverkehr. Und am Ende kommt dann die Rehabilitierungsbescheinigung und dann wird eine Entschädigung beantragt beim Bundesamt für Justiz. Und dann ist die Sache abgeschlossen. Wir haben eine Frage bekommen. Danke dafür. Wir haben eine Frage bekommen. Und zwar, es wurden, also du hattest es eingangs auch schon gesagt, galt der Paragraph auch für Frauen und die Verurteilung? Und wurde er auch so ausgeführt für Frauen, diese Nein, Bestrafung? nein. 75 vom Wortlaut her eindeutig nur für Männer. Die widernatürliche Unzucht, die von Männern betrieben wird oder so ähnlich hieß das, ne, wird mit Gefängnis bestraft. In der frühen Neuzeit war es noch üblich und dass auch lesbische Frauen bestraft wurden, aber auf einer anderen gesetzlichen Grundlage. In der frühen Neuzeit wurde 1532 die sogenannte Constitutio Criminalis Carolina erlassen. Das ist eine
ein Strafgesetzbuch des damaligen Kaisers Karls V., der dann auf römischem Recht aufbauend die Todesstrafe, Tod durch Feuer in der Regel, vorsah für lesbische Frauen und für schwule Männer. Und das ist der letzte bekannte Fall von einer lesbisch lebenden Frau, von dem wir wissen, datiert aus 1721. In Halberstadt, das ist heute in Sachsen-Anhalt, da wurde eine lesbisch lebende Frau hingerichtet. Sie hatte, ist als Mann aufgetreten, in Männerkleidern, hat als Soldat gedient sogar und hat beim sexuellen Verkehr mit ihrer Partnerin ein Dildo benutzt. Und diese Dinge, also Benutzung von Hilfsmitteln und Auftreten als Mann, das war todeswürdig damals. Das hat sie aufs Schafott geführt. Sie hat ihre Partnerin auch geheiratet sogar. Und das ist aber natürlich dann irgendwann aufgeflogen. Und dass Frauen auch bestraft werden müssten, das ist dann im Laufe der Jahrhunderte verloren gegangen. Auch in Preußen, wo ja Paragraph 175 sozusagen herkam. Das ist irgendwann verschwunden. Das heißt aber nicht, dass Lesben unbehelligt jetzt leben konnten oder dass es geduldet war. Lesben waren eine schwere sittliche Gefahr. Sie haben den Mann der Ehe entzogen, beziehungsweise sie haben sich dem Mann verweigert und der Fortpflanzung verweigert. Unter den Nazis galt das als asozial, ja, also asozial gegenüber der Volksgemeinschaft. Das hat dann auch Frauen ins KZ gebracht. Und es gab immer wieder Versuche, Paragraph 175 auch auf Frauen auszudehnen. Das ist aber nicht passiert. Und der Hintergrund ist hier, Frauen hatten Jahrhunderte, Jahrtausende lang, ja, oder Jahrhunderte lang keine wichtige gesellschaftliche Position. Also sie in Deutschland, sie stellten, jetzt wenn wir mal aufs Kaiserreich blicken, ja, das war absolut männlich dominiert. Frauen durften nicht wählen, sie durften nicht studieren gehen, sie hatten vor allem schön zu Hause zu sitzen und dem Mann ein schönes Heim zu bereiten. Und sie galten, was den Sexualverkehr angeht, als das empfangende, rezeptive Element. Und man hat gedacht, Frauen haben überhaupt gar keine Sexualität. Und das hat die männlich dominierte Wissenschaft so ja, festgestellt. Und von daher war es da nicht schlimm, wenn da Frauen so mal irgendwie zugange waren. Ja, wenn man dem richtigen mehr Manne wieder zuführt, ja, das war auch so das Denken der NS-Zeit, dann kann man diese Frauen noch gebrauchen. Bei Männern war das ganz anders. Männer saßen an den Schaltstellen der Macht, an den wichtigen Schaltstellen in Politik, Staat und Gesellschaft. Und wenn die hier homosexuell unterwandert werden, dann war Gefahr im Verzug. Und ja, in der Bundesrepublik Deutschland, in der jungen Bundesrepublik, war das im Grunde genau dasselbe. Da hat man auch gesagt, Lesben sollte man verfolgen und Paragraph 175 ausdehnen, aber dazu ist es nicht gekommen. Es gab 1957 ein skandalöses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, vielleicht ein oder die andere unter euch, unter Ihnen davon schon mal gehört, geklagt hatten zwei Männer, die den Gleichheitsgrundsatz verletzt sahen, weil Paragraph 175 Frauen nicht betraf. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann geurteilt, doch, es entspricht doch der Verfassung, die Sexualität von Frauen ist anders als die von Männern. Der schwule oder der homosexuelle Mann hat eine besondere sexuelle Appetenz und nimmt quasi alles mit, was vortreglich auf den Bäumen ist. Bei den Frauen ist das anders. Und darum ist das weniger sozial schädlich und muss auch nicht bestraft werden. Hinzu kamen dann noch alle Restriktionen, denen Frauen unterlagen. Alles, was man sich vorstellen kann. Ich habe es schon erwähnt, im Kaiserreich kein Wahlrecht, unterlegen im Eherecht. In der frühen Bundesrepublik zum Beispiel war es so, dass Frauen, wenn sie ihren Mann verlassen wollten, schuldig geschieden wurden in der Regel und dann auch den Zugang zu ihren Kindern verloren haben. Das war auch ein gezieltes Repressionsinstrument, Unterdrückungsinstrument. Und das betraf auch lesbische Frauen. Also im Grunde genommen brauchte es keinen eigenen Paragraphen, um lesbischen Frauen zu Leibe zu rücken. Das war in der DDR dann später anders. Ich habe es eben erwähnt, ab 1968, Paragraph 151, sah auch gleichgeschlechtliche sexuelle Kontakte unter Frauen, sah der Strafe vor minderjährigen Frauen. Und die Tatsache, dass Paragraph 175 nicht für Frauen galt, vom Wortlaut her, führt bis heute dazu, dass in der Forschung darum gestritten wird, wurden Lesben überhaupt verfolgt, zum Beispiel im Nationalsozialismus. Ich sage ja, ich habe es ja eben auch schon erwähnt, da wo Schwule verfolgt und vernichtet werden können, auch Lesben nicht gedeihen. Und es gibt aber andere, die sagen, nein, sie wurden nicht verfolgt. Es gibt keine Direktive von Hitler oder von anderen Nazi-Größen, dass Lesben jetzt auch vernichtet und verfolgt werden müssen, so wie schwule Männer. Gleichwohl sind viele Lesben auch im KZ anzutreffen, als Jüdinnen, als Kommunistinnen, als sogenannte Asoziale, wie ich es eben schon erklärt habe. Im Einzelfall auch noch erschwerend hinzu mit dem Attribut versehen lesbisch.
Also die Verfolgung und Bestrafung von Lesben bezog sich unter anderen Paragraphen und anderen, in anderer Art und Weise, aber sie ist auch geschehen. Okay. Ich bin immer noch erschüttert. 1994, da war ich auch schon 9 Jahre alt, und das ist bis zu diesem Zeitpunkt, das ist jetzt 26 Jahre her, dass man da immer noch diese Bestrafungen hatte. Und deswegen interessiert mich eigentlich auch das Thema, also du hattest gesagt, 5000 Betroffene leben wahrscheinlich noch oder lebten zu dem Zeitpunkt noch, aber nur ein Bruchteil hat eine Entschädigung beantragt. Warum ist das so? Ja, das wüssten wir auch gerne. Wir haben natürlich da Theorien zu. Also grundsätzlich ist davon auszugehen, dass das Rehabilitierungsgesetz für die Bundesrepublik und die ehemalige DDR einfach viel zu spät gekommen ist. Wenn man sich mal überlegt, 1950 jemand, der 40 Jahre alt ist, der lebt heute nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt vor allem Menschen habe ich in meiner Beratungspraxis, die selber noch sehr, sehr jung waren, gerade mal Teenager oder vielleicht Anfang 20, als sie verurteilt wurden. Viele sind einfach schon verstorben oder habe ich auch schon erlebt, dass sie im Altersheim vor sich hin dämmern, dement und da auch nicht mehr erreichbar sind. Viele andere wollen einfach auch nichts mehr damit zu tun haben. Die haben das ad acta gelegt und wollen einfach nicht mehr an alten Wunden rühren. Das kommt dann auch noch hinzu. Also es ist so eine Vielzahl von Gründen, warum Leute sich so wenig melden. Aber der Hauptgrund ist auch einfach, dass es nach wie vor viel zu wenig bekannt ist, dieses Gesetz. Es gab seinerzeit keine große Werbekampagne der Bundesregierung oder ähnliches, um das Ganze bekannt zu machen. Und leider ist dann im selben Jahr auch die Ehe für alle gekommen. Also leider in Anführungszeichen. Ich habe es ja selber auch in Anspruch genommen dann. Aber die Ehe für alle hat leider, und der Jubel, der damit verbunden war, hat leider alles, was mit Rehabilitierung und Entschädigung zu tun hat, vollständig überdeckt. Das ist ja auch kein Thema, was besonders sexy ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Ehe für alle, das ist wirklich ein Erfolg schwul-lesbischer Emanzipationsarbeit. Aber Paragraph 175, die Liberalisierung von 69, 73 oder auch das Abschaffen im Gefolge der deutschen Wiedervereinigung, das ist nicht sexy, das ist nicht erstritten worden von der Community und war quasi ein Gnadenakt der Gesellschaft und des Staates. Und damit kann man nicht so schön Identitätspolitik machen. Das führt mich jetzt noch zu einem ganz anderen Punkt, wenn ich das eben sagen darf. Wir haben letztes Jahr, 2019, hatten wir 50 Jahre Liberalisierung der Paragraphen 175, 175a. Und als Zentrum Schwule Geschichte haben wir dazu eine Ausstellung gemacht. Die habe ich kuratiert. Die ist jetzt aktuell in Düsseldorf zu sehen. Also wenn mal jemand in Düsseldorf von den Zuschauerinnen und Zuschauern ist, Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf und Rathaus ist aktuell die Ausstellung zu sehen im Namen des Volkes, Paragraph 175 im Wandel der Zeit. Und wir haben diese Ausstellung gemacht. Es wurde ja letztes Jahr auch 50 Jahre Stonewall gefeiert. Ja, also 50 Jahre diese Krawallen in der Christopher Street. Und bis heute hält sich hartnäckig die Mehr, dass das der Initialpunkt für alles gewesen sei. Ja, die ganze moderne Bewegung seit Stonewall und sowas, das kriegt man nicht aus den Köpfen raus. Das ist ganz einfach falsch. 1969 gab es keine Smartphones, es gab kein YouTube, kein Twitter, kein Facebook. Also die Kunde aus New York hat sich überhaupt nicht verbreitet bis nach Deutschland. Das hat noch 10 Jahre gedauert, bis überhaupt die ersten Gay Freedom Days gefeiert wurden, aus denen sich dann die heutigen großen CSD-Paraden entwickelt haben. Viel wichtiger war diese Liberalisierung, weil nämlich in der Ära Adenauer alles, was es gab an Emanzipationsbestrebungen, weitgehend eliminiert worden ist, mundtot gemacht worden ist. Durch die Strafbestimmung des Paragraphen 175, aber auch durch Gesetze gegen Schmutz und Schund, ja, und zum Jugendschutz. Und mit der Liberalisierung war es dann wieder möglich, neue Lokale zu eröffnen. Die neue studentisch geprägte Schwulenbewegung hat sich dann nach und nach entwickelt. Und im Gefolge dessen dann auch zum Beispiel die Lesbenbewegung, die dann im Zuge der Frauenbewegung auch wieder sichtbar wurde. Und aus dem Grund ist eigentlich die Liberalisierung 1969 für uns das viel wichtigere Datum, was es zu feiern gilt. Das wollte ich an der Stelle mal sagen. Ja, ich habe jetzt den ersten Teil der Frage auch beantwortet.
Sehr gut beantwortet. Ich würde gerne auch jetzt, ich habe mal auf die Fragen geschaut, die uns im Vorfeld schon erreicht haben. Und da war es auch noch eine dabei, die geht in die Richtung, wie sich das eigentlich auf die Personen ausgewirkt hat, die einmal bestraft wurden. Einer, der einmal eine Strafe bekommen hat, gilt als vorbestraft. Wenn er als vorbestraft gilt, wird er wahrscheinlich auch weiteren Straftaten bezichtigt. Und da wäre die Frage, geht so ein bisschen in deine Erfahrung mit den Opfern des Paragraphen und der Strafen, die du gemacht hast. Wie hat sich das auf diese Personen ausgewirkt? Ja, also man muss erstmal sagen, dass es auch, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass wirklich ungefähr 10% einer Bevölkerung nicht heterosexuell sind, haben wir ein Millionenheer an Menschen, das eben nicht heterosexuell ist und auch nicht schwul, also eben schwul ist oder bisexuell oder was auch immer. Und im Vergleich dazu sind die verurteilten Zahlen sehr gering, wenn man das mal in Relation setzt. Also Millionen von homosexuellen Männern haben ihr Leben irgendwie im Schatten dieses Paragraphen einrichten können und hatten vor allem unter den indirekten Folgen zu leiden. Das heißt, man musste immer aufpassen, das war schon im Kaiserreich so, wenn da auch nur der leiseste Schatten des Verdachtes auf jemanden fiel, er könnte ein 175er sein, dann war der Job weg, Ansehen war weg, Familie hat sich abgewandt und manche haben dann nur noch im Selbstmord den Ausweg gesehen. Und das zog sich fort auch in der Bundesrepublik Deutschland. Menschen, die verurteilt worden sind, sind nach meiner Erfahrung ja häufig auch sehr stark traumatisiert einfach dadurch. Es ist eine ganz natürliche Sache, das eigene Geschlecht zu lieben. Ja, das ist ja heute auch Opinio communis. Das zieht ja niemand mehr in Zweifel, außer die üblichen rechtspopulistischen und kirchlichen Wirrköpfe, die es so gibt. Und für etwas, was ganz natürlich ist, dann ins Gefängnis zu kommen und bestraft zu werden, das haben viele auch einfach nicht verstehen können. Gerade diejenigen, die so 14, 15 waren, als das passiert ist. Da gab es ja auch, habe ich ja schon erwähnt, hatte ich etliche in meiner Beratungspraxis. Und du hast es angesprochen, die Verurteilung führte zu einer zum Vorbestraftsein. Und man musste in den 50er, 60er Jahren in Westdeutschland noch für sehr viel mehr Berufe und Dinge als heute ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. Und da stand das dann drin. Und das, da bekam man kein Bein mehr an die Erde. Viele der Männer, die ich beraten habe und auch die Transfrauen, die ich beraten habe, die haben ihre Ausbildungsplätze verloren. Manche durften ihre Ausbildung noch zu Ende bringen, wurden aber dann nicht übernommen. Andere mussten dann Berufe anfangen, wenn sie überhaupt wieder was gefunden haben, weit unter ihrer Qualifikation. Oder sich durchschlagen als Hilfsarbeiter. Taxifahren war zum Beispiel auch nicht mehr möglich, weil man da ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen musste. Und da wurde häufig gesagt, 175er sind nicht geeignet, ein Taxi zu führen und andere Menschen zu transportieren. Das heißt, viele Menschen haben größte Schwierigkeiten gehabt, wieder Tritt zu fassen. Andere wiederum hatten Glück. Die hatten eine verständnisvolle Umgebung, verständnisvolle Familie. Da hat das keine besonderen Auswirkungen gehabt. Andere aber eben sehr starke Auswirkungen. Dazu dann noch die Behandlung in Haft. Die war alles andere als menschlich, was wir hören von den Menschen, die inhaftiert waren. Manche haben psychische Traumatisierungen oder ich würde sagen, viele haben psychische Traumatisierungen auch davongetragen, die sie ihr Leben lang begleitet haben in Form von posttraumatischen Belastungsstörungen, Depressionen, alles, was man sich vorstellen kann. Und auf der materiellen Seite ist es so, dass viele verurteilte Männer oder auch Männer, gegen die nur ermittelt wurde, ohne dass sie verurteilt wurden, das reichte auch schon aus, um diese Kaskade in Gang zu setzen. Jobverlust, Familie wendet sich ab und so weiter. Die haben heute sehr geringe Renten, weil die eben nicht lange und nicht viel einzahlen konnten in die Rentensysteme. Beispiel Beamter, ja. Bei der Post war ja früher, waren ja alles Beamte, da hat man seinen Beamtenstatus verloren. Damit gingen auch alle Versorgungsansprüche verloren. Diese Leute leben heute von Grundsicherung, ja, im Alter. Viele haben auch nur Fuß fassen können in der Gastronomie, nur in Anführungszeichen, haben da schwarz gearbeitet, ja, sich kaputt geschuftet. Die haben heute ganz klare Renten, teilweise gar keine Renten mehr. Oder müssen halt eben Grundsicherung beantragen. Und da war eigentlich auch das Ziel von BIS gewesen, eine Opferrente zu bekommen für diese Menschen. Das ließ sich aber nicht durchsetzen. Und was aber durchgesetzt wurde, ist, dass diese Entschädigungssummen, die es heute gibt,
werden immer als skandalös gering bezeichnet. Es gibt 3.000 Euro für eine Verurteilung, 1.500 Euro pro Jahr in Haft. Das ist natürlich wenig und kann kein verfuschtes Leben wieder heilen, das ist klar. Das ist aber für die Menschen, die gerade von Grundsicherung leben müssen, vor allem wenn sie mehrere Sachen vorbringen können, mehrere Verurteilungen mit mehreren Haftstrafen, kommt da schon eine hübsche Summe zusammen. Und diese Summen werden nicht versteuert, werden nicht gepfändet und werden auch nicht angerechnet auf Grundsicherung. Was dann wiederum dazu führt, dass diese Leute mal sich wieder eine Waschmaschine anschaffen können oder mal wieder eine schöne Reise machen können oder irgendwas, worauf sie lange haben verzichten müssen. Das ist also sehr viel wert. Du hast gerade ein paar Beispiele gebracht, wie das Leben der Menschen, die bestraft wurden, verpfuscht wurde, so um mal salopp gesagt. Das ist sehr traurig, aber hast du auch Beispiele, wie es sich auf die Angehörigen ausgewirkt hat, gegebenenfalls, in Familienkreis, Freundesumfeld? Ja, das ist so ein eigenes Kapitel für sich. Also ich kann mich hier an einen Fall erinnern, da hat mich eine Frau angerufen. Die war Tochter eines schwulen Mannes, der verhaftet wurde und verurteilt wurde und die Ehe mit der Frau ist darunter zerbrochen. Und diese Familie war dann im Ort, das war ein kleines Dorf, waren das die Parias. Die wurden dann geschnitten von allen. Das sprach sich natürlich rum, wie das immer so ist in einem Dorf, ne? Und die Frau, also die Tochter, hat jahrzehntelang darunter gelitten, auch psychisch. Und nie verstanden, warum ihr Vater damals weggegangen ist und solche Dinge. Ne? Da tun sich wirklich Abgründe auf. Das, ja, man muss auch bei den Fällen, wo Männer verheiratet waren, auch mal auf die Frau gucken, ja, auf die Ehefrau, die dann feststellt, dass ihr Mann ja eigentlich doch schwul war und dann sogar im Gefängnis gelandet ist. Das macht natürlich auch, das ganze Familiensysteme sind damit in Mitleidenschaft gezogen worden. Viele haben auch mit Probleme mit ihren Eltern dann eben auch gehabt, ne? Dass Eltern sich losgesagt haben oder sich geschämt haben vor den Nachbarn in der Straße oder im Dorf. Das war also, es betraf eben nicht nur die Verurteilten selber, sondern auch die sozialen Kreise drumherum. Und das war auch mit der Liberalisierung 69 natürlich nicht vorbei. Kann man sich ja vorstellen, die Vorurteile werden ja nicht über Nacht ausgeklipst, sondern bleiben weiter bestehen. Und auch heute gibt es ja weiterhin Vorurteile. Es ist auch so, dass manche oder einige dieser Herren, die ich unterstützt habe, auch immer auf anonyme Post bestanden haben. Niemand sollte wissen, ja auch nicht zufälligerweise, der Briefträger zum Beispiel, wenn er dann sieht, ein Brief von BIS e.V., ja, kann man ja googeln, ist was Schwules. Niemand sollte da irgendwie was spitz kriegen. Das ist heute teilweise noch so, dass Menschen ungeoutet leben aus Angst vor der Nachbarschaft, vor der Reaktion der Familie oder andere Reaktionen. Manche sind enterbt worden, das habe ich auch schon gehabt, wurden also quasi verstoßen von der Familie. Ja, ich habe jetzt zuletzt einen Fall gehabt, wo ein Mann in den 50ern, der war 15 zu der Zeit, sich geoutet hat bei den Eltern, also ein sehr mutiger Schritt, und die haben ihn angezeigt bei der Polizei, die haben ihren eigenen Sohn angezeigt. Und zur Wache geschleppt und der musste dann dort Sexualpartner identifizieren. Und das hat er auch gemacht, und es kam zu Prozessen. Und die Sexualpartner haben natürlich versucht, ihre Haut zu retten und haben den jungen Mann damals sehr stark belastet, sodass er dann gleich mitverurteilt wurde. Naja, kann man sich ja vorstellen, was dann zu Hause los war bei diesem Mann. Das sind unvorstellbare Zustände. Das glaubt man gar nicht, dass das in der Bundesrepublik Deutschland sich zugetragen hat. Schrecklich. Als jemand, der aus einem kleinen Dorf kommt, kann ich mir das nur ganz schrecklich vorstellen, diese Denunzierungen, die du gerade als Beispiel gebracht hast. Sind dir noch andere Beispiele im Kopf geblieben? Weil ich glaube, die Zuhörer und auch ich sind eher so, dass wir uns das immer dann vorstellen können, wenn wir das ein Erlebnis, und du hast ja viele von den Opfern getroffen und mit denen reden können, dass du da noch ein Beispiel hast, was die erlebt haben. Du hast ein paar Beispiele, hast du schon gebracht. Danke dafür. Ja, einer unserer allerersten Fälle, das kann ich noch, das war ein Mann, der auch im Alter von 15, 16 Jahren homosexuelle Kontakte hatte. Das hat dann zur Verhaftung geführt und zum Prozess. Und der junge Mann wurde dann freigesprochen
und ist aber in der Folge psychisch kollabiert, dann mehrfach, hat Selbstmordversuche hinter sich gehabt und ist als Folge all dessen immer wieder in der Psychiatrie aufgenommen worden. Nicht jetzt als direkte Folge der Verurteilung, also ist nicht im Urteil angeordnet worden, du gehst jetzt in die Psychiatrie, sondern durch die posttraumatische Belastungsstörung, den Begriff kannte man ja damals nicht, ist das dazu gekommen. Und in der Psychiatrie hat dieser Mann Elektroschocktherapie über sich ergehen lassen müssen. Dann war er der Meinung, dass Homosexualität heilbar ist. Es gibt ja heute noch so Wirre und Schwachköpfe, die meinen, man könnte Homosexuelle heilen. Es gibt ja sogar unter uns sogar welche, die meinen, sie könnten sich heilen lassen. Und dieser Mann, von dem ich jetzt spreche, hat eine Elektroschock- und Schlafmitteltherapie über sich ergehen lassen müssen. Der wurde hat Schlaftabletten verabreicht bekommen, den ganzen Tag über und wurde nur zu den Mahlzeiten geweckt, musste essen und dann wieder schlafen gehen. Und das kann man sich vorstellen, dass das nachhaltig die Psyche schädigt. Der Mann ist arbeitsunfähig bis heute. Und ich konnte ihm anfänglich nicht helfen. Das Rehabilitierungsgesetz sah nur Entschädigung vor für Menschen, die wirklich auch verurteilt worden sind. Und das war in seinem Fall nicht der Fall. Er war freigesprochen worden. Das ist inzwischen geändert worden. Auch Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren, die mit einem Freispruch enden oder mit einer Einstellung des Verfahrens, können heute entschädigt werden, wobei da die Summen aber etwas geringer sind als bei den Menschen, die dann auch tatsächlich verurteilt worden sind. Und wir konnten hier in diesem Fall auch helfen über die Stiftung Anerkennung und Hilfe. Das ist eine Stiftung, die sich mit Psychiatrieopfern, jugendlichen Psychiatrieopfern aus Bundesrepublik und DDR beschäftigt. Da konnten wir auch noch eine Entschädigungssumme erstreiten. Das führt mich direkt noch zu einem anderen Punkt. Zu meinen Aufgaben gehört auch die sogenannte Verweisberatung. Das heißt, ich eruiere, was haben diese Menschen noch für Bedarfe, Unterstützungsbedarfe. Das kann alles Mögliche sein. Ich hatte da auch zum Beispiel einen Fall mit Missbrauchserfahrung. Ein Mann, der in der katholischen Kirche, einer katholischen Kirche dann also eine Missbrauchserfahrung gemacht hat, da habe ich Unterstützung angeleiert, um das entsprechende Entschädigungsverfahren in die Gänge zu leiten. Ja, die eine Geschichte habe ich gerade schon erzählt. Der Mann, der von seinen Eltern angezeigt wurde, das hat mich auch nachhaltig verstört. Also wenn ich an meine eigenen Coming-out-Erlebnisse denke zu Hause, das war jetzt auch nicht so super toll. Aber mein Vater hat mich nicht angezeigt. Das ist diese Vorstellung allein schon. Das ist unglaublich. Ich kann mich noch an einen Mann erinnern aus Hamm, aus einer norddeutschen Stadt, der ist auf einer Klappe in einer Razzia erwischt worden, also eine öffentliche Toilette, wo Schwule sich auch getroffen haben und ist noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Eine Geldstrafe gab es, aber das hat den Mann so nachhaltig traumatisiert, dass er dann, als er mit mir darüber sprach, als es um Rehabilitierung und Entschädigung ging, dass ihn das ja nochmal retraumatisiert hat. Das musste ich dann auch am Telefon mit auffangen. Das habe ich immer wieder erlebt. Also ich könnte zahllose Geschichten erzählen, wo man sich immer wieder auch nur an den Kopf packt, was damals alles so geschehen ist. Vielleicht noch aus dem Bereich der Transfrauen, die ich betreut habe. Da habe ich einer Frau, die ist inzwischen auch verstorben, zur Unterstützung verhelfen können. Sie hat sich als Transperson geoutet bei ihren Eltern in den 50ern, wurde verstoßen und landete auf der Straße. Zu der Zeit war es nicht möglich, über die Krankenkasse eine Hormontherapie zu beginnen, beziehungsweise dann auch überhaupt eine Transition ins Werk zu setzen. Und sie musste dann anschaffen gehen. Das war die einzige Möglichkeit für sie zu überleben. Und in diesem Zusammenhang wurde sie festgenommen und verurteilt und hat zuletzt depressiv mit schwersten sonstigen Begleiterkrankungen zu Hause gelebt, aber verheiratet mit einem Mann. Und da habe ich dann auch medizinisch-pflegerische Dinge mit organisiert und angeleiert. Und diese Person war fertig mit dem Staat. Die wollte eigentlich überhaupt gar keine Entschädigung haben. Das hat heute überhaupt nicht eingesehen, dass sie sich da nochmal mit auseinandersetzen soll. Der hat mich aber trotzdem angerufen. Und wir haben es dann zusammen ins Werk gesetzt. Ja, und eine andere Geschichte war auch, wo ich mal mit einem Mann telefoniert habe, der hat heterosexuell geheiratet, vor lauter Schreck, wie ich das eben schon mal skizziert habe. Und ich war dann nach Jahrzehnten der Allererste, mit dem er darüber gesprochen hat. Überhaupt. Also das muss man sich mal vorstellen, jahrzehntelang diese Dinge mit sich rumschleppen und dann sich am Beratungstelefon offenbaren, sozusagen. Da musste auch größte Diskretion gewahrt werden, damit niemand irgendwas mitbekommt. Das haben wir auch gemacht.
und waren da auch erfolgreich. Dankeschön. Ich glaube, Diskretion und Sensibilität sind wirklich Stärken, die ihr haben müsst und die ihr an den Tag legt, von bis. Die letzte Frage, die uns auch noch im Vorfeld erreicht hat, war, was wird gegenwärtig dafür getan? Also wir kommen jetzt mal so in die Gegenwart. Was wird gegenwärtig dafür getan, dass die jungen Menschen auch die Leistung der vorherigen Generation waren? Und was könnt ihr oder was tut ihr aus dem von BIS dafür? Oder auch was kann dafür getan werden? Oder was können wir alle dafür tun? Hast du da ein paar Ideen? Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich kann das auch als Historiker, als Vorsitzender des Zentrums Schwule Geschichte beantworten. Es geht dann einfach um Aufklärung. Aufklärung und Darstellung, was in der Vergangenheit gewesen ist, wie die Bestrafungs- und Diskriminierungsformen aussahen. Und wir haben ja heute sehr starke Identitätskämpfe, werden immer wieder ausgefochten. Das ist ja eines der schlimmsten Schimpfwörter, das es ja überhaupt gibt, ist, wenn man jemanden als alten weißen schwulen Cis-Mann oder alte weiße schwule Cis-Lesbe bezeichnet. Ja, da schimmert so ein starker Generationenkonflikt durch zwischen den heutigen, vor allem queer-orientierten Aktivistinnen und Aktivisten und den Altvorderen, die für unsere Rechte gekämpft haben, teilweise auch eben unter Gefahr für Leib und Leben. Das ist schwierig, das aufzulösen. Also ich würde sagen, es ist wichtig, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Es gibt zum Beispiel in Köln auch von Herzenslust, das ist ein Teil der AIDS-Hilfe, das Generationencafé, wo immer wieder auch alte und junge LSBTI-Menschen aufeinandertreffen und ihre Erfahrungen austauschen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man tun kann. Und die jungen Leute, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich bin ja jetzt selber auch noch nicht so alt, müssen sich auch immer bewusst sein, dass alles, was wir heute haben an Freiheiten, dass das hart erkämpft worden ist und jederzeit auch wieder genommen werden kann. Das ist also nicht selbstverständlich, dass Lufthansa so eine Gruppe wie Diversify duldet, beispielsweise in ihren Reihen oder Möglichkeiten des Frankfurter Flughafens zur Verfügung stellt, damit eine Veranstaltung wie diese hier stattfinden kann. Also ich würde sagen, zuhören ist ganz wichtig, den Älteren zuhören. Und das gilt aber auch umgekehrt wiederum für die Älteren, ja, dass die auch natürlich zuhören müssen, was bewegt die jungen Aktivistinnen und Aktivisten heute. Ich habe das auch schon erlebt auf Facebook und bei anderen Gelegenheiten als Historiker auch oder als Vorsitzender im Zentrum Schwule Geschichte, dass junge Menschen gepostet haben unter unseren Beiträgen, warum soll man sich für die Vergangenheit interessieren, ist doch das ja, wir müssen in die Zukunft blicken, das ist sowas von daneben, diese Haltung. Ohne die Vergangenheit, ohne die Kenntnis der Vergangenheit, das ist ja eine Binsenweisheit, gibt es überhaupt keine Zukunft. Und ich denke mal, viele junge Leute wissen auch zum Teil gar nicht, warum sie eigentlich Christopher Street Day feiern, was das eigentlich ist, was dahinter steckt und was alles davor war. Das muss auf jeden Fall auch vermittelt werden. Das sehe ich meine Aufgabe als Historiker. Und wir tun das aber auch als Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren, indem wir auch generationenübergreifend unsere Dinge vermitteln. Aber zuvörderst ist eigentlich die Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren auch gemeinsam mit dem Dachverband Lesben und Alter Interessenvertretungen, die alles dafür tun, dass Seniorenpolitik, Sozialpolitik, eben auch die Belange von Schwulen und Lesben oder auch von transidenten Menschen, die im Seniorenalter sind, berücksichtigt. Da ist auch noch viel zu tun. Definitiv, und ich hoffe, dass auch unsere Veranstaltung heute mit diesem Fokusthema wieder ein wenig Beachtung findet dafür. Passend dazu habe ich eine Frage von Michiel, der fragt: Glauben Sie, dass es eines Tages dazu kommen kann, dass LGBTI-Rechte wieder beschränkt werden? Geht vielleicht in die Richtung, dass es natürlich jetzt in vielen EU-Ländern und auch in Deutschland wieder diesen Rechtsruck gibt, einen sehr konservativen Ruck. Ja, vielleicht hast du da deine persönliche Meinung aus der. Ja, also man kann das in den USA zum Beispiel besichtigen. Unter der Obama-Administration hat es ganze Fortschritte gegeben. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Transmenschen in der Army und solche Dinge. Das wird unter Trump jetzt alles wieder rückgängig gemacht. Also in den USA ist es offenbar möglich,
Recht auch wieder zurückzudrehen. Inwiefern das bei uns möglich ist, also ich würde es jetzt mal sagen, wenn eine gewisse Partei die Mehrheit im Bundestag stellt eines Tages, dann wäre es sicherlich möglich, zum Beispiel sowas wie die Ehe für alle wieder abzuschaffen über das Gesetzgebungsverfahren. Das ist ja auch immer wieder mal versucht worden. Wurden Anträge eingereicht, um die Ehe für alle wieder rückgängig zu machen. Aber da haben ja alle Parteien im Bundestag außer einer bestimmten, wie eine Eins hinter uns gestanden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es ist auch theoretisch natürlich denkbar, dass mal wieder sowas wie Paragraph 175 eingeführt wird. Das ist theoretisch schon denkbar, aber es ist meines Erachtens nicht sehr wahrscheinlich, weil Bundesrepublik Deutschland ja so stark verstrickt ist, auch innerhalb der Europäischen Union und internationalen Systemen. Also ich denke nicht, dass wir nochmal eine Situation bekommen werden wie im Dritten Reich oder sowas. Das sehe ich im Moment nicht. Wahrscheinlich auch nicht so wie in der frühen Bundesrepublik. Aber der Wind, der uns allen ins Gesicht weht, der wird natürlich ist aktuell sehr rau und könnte auch sehr rau weiterhin noch an ja, Schärfe zunehmen. Und wir müssen da eben einfach sehr, sehr wachsam bleiben und zusammenarbeiten, um solche Tendenzen abzublocken. Und jetzt war ja heute auch zu hören, dass Bezirksgerichte in Polen zum Beispiel diese Versuche in manchen Gegenden LSBTI-freie Zonen einzurichten für verfassungswidrig erklärt haben. Also auch da scheint es noch Vernunft zu geben und Widerstandskräfte. Wichtig ist vor allem jetzt auch aus meiner Sicht, dass endlich das Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der sexuellen Identität endlich Verfassungsrang bekommt. Steht ja immer noch nicht in der Verfassung drin, Artikel 3 des Grundgesetzes. Niemand darf diskriminiert werden wegen seiner Hautfarbe. Im Moment steht auch noch drin wegen seiner Rasse. Das soll ja raus. Und da könnte man ja zum Beispiel dann reinnehmen, sexuelle Identität auch, ne? Nicht stattdessen, aber zusätzlich. Und wenn das erstmal in der Verfassung ist, richtig, dann, ja, da gibt es ja verschiedene Ewigkeitsklauseln, die dafür sorgen, dass die Verfassung nur abgeschafft werden kann, also ne, im Zuge eines revolutionären Umsturzes. Also ich bin eigentlich recht optimistisch im Moment. Ich habe zwar auch immer wieder Sorge, aber denke, dass wir hier doch so gut aufgestellt sind, dass wir erstmal damit nicht rechnen müssen. Aber das muss immer im Hinterkopf behalten werden. Das ist ein Du warst jetzt gerade schon in Europa mit deinen Ausführungen. Wir haben eine Frage von Anonym. Und zwar gab es solche Gesetzgebungen, weißt du das, ob es solche Gesetzgebungen auch in der Schweiz oder in Österreich gab, an den anderen deutschsprachigen Ländern? Der Reiz, da muss ich jetzt leider passen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber in Österreich gab es natürlich auch ein Pendant zu Paragraph 175, der hieß dort anders, 291, meine ich, war da die Ziffer, und der betraf auch lesbische Liebe. Also da waren Lesben, wurden da auch strafverfolgt. Und ich weiß jetzt nicht genau, wann das da gefallen ist, aber das ist auch so eine ähnliche Entwicklung wie bei uns. Interessant ist in dem Zusammenhang, als die Nationalsozialisten in Österreich einmarschiert sind und Österreich dann ja Teil des sogenannten Großdeutschen Reiches wurde, wurde der österreichische Paragraph, der auch Frauen umfasste, nicht auf das gesamte Deutsche Reich ausgedehnt. Ja, also es galt dann das Tatortprinzip. Wenn jetzt eine lesbische Frau in Wien sich lesbisch betätigt, da festgenommen wurde, konnte es ihr passieren, dass sie dort bestraft wurde nach den dort geltenden Paragraphen. Umgekehrt aber in Hamburg oder so eben nicht, weil da das österreichische Strafrecht nicht galt. Genau. Kennst du sonst noch andere? Der Dennis fragt hier, kennst du sonst noch andere Länder, in denen es solche Gesetze eventuell sogar noch gibt? In Europa jetzt oder Generell in der Welt. also in Europa? Nee. Ja, natürlich, zahlreiche afrikanische Staaten haben Anschluss zur Gesetzgebung. Das ist auch ein besonders bitteres Kapitel, weil die Kolonialmächte, also Großbritannien beispielsweise, Großbritannien hatte sehr lange ein sehr, sehr strenges Strafrecht gegenüber Homosexuellen. Und die haben das exportiert im Zuge des Aufbaus des Empires. Zahlreiche ehemalige britische Kolonien haben diese Gesetze heute noch. Und die dortigen Potentaten sagen dann auch gerne, das sei unafrikanisch, homosexuell zu sein. Und das ist aber erwiesenermaßen, ist das nicht der Fall. Das gab auch bevor, oder das hört man aus der Forschung, dass es auch homosexuelle Praktiken natürlich gab, die dann mit der britischen Gesetzgebung bestraft wurden. Das ist bis heute nicht daraus zu kommen.
Inwiefern jetzt Paragraph 175 in den deutschen Kolonien angewendet wurde, das ist noch ein Desiderat der Forschung, wie man so schön sagt. Da weiß man sehr wenig drüber. Ja, denken wir an Staaten wie Iran oder anderswo, wo die Todesstrafe nach wie vor gilt, wo Menschen gesteinigt werden, die gleichgeschlechtlich lieben und begehren. Also es gibt immer noch zahlreiche Staaten auf der Welt, wo Gefängnisstrafe, teilweise Lebenslänge draufsteht und eben auch die Todesstrafe. Und das hat aber nicht unbedingt was zu tun mit mangelnder Zivilisiertheit. Ganz im Gegenteil, das ist eben ein Erbe häufig noch der Kolonialzeit oder geht eben zurück auf religiöse Vorschriften. Ne? Ja, also auch in China beispielsweise ist Homosexualität wohl nicht verboten in dem Sinne, aber eben absolut tabuisiert und wird unterdrückt und gesellschaftlich geächtet. Das gleiche auch in Japan, meines Wissens. Es ist auch offiziell nicht verboten, aber Ehe für alle oder sowas, das ist auch Thema. Ja, und auch in Polen oder in Russland ist es ja offiziell nicht verboten, gleichgeschlechtliche Beziehungen zu führen. In Russland, in der Russischen Föderation wird dann eben mit dem Jugendschutz argumentiert, dass man vor Kindern, vor Jugendlichen keine Propaganda betreiben dürfe. Und genau. Also wir leben wahrscheinlich in Deutschland mit in einem der, ja, sichersten Länder, was das angeht, auch wenn es hier viele Übergriffe gibt gegenüber Transpersonen. Aus Berlin hört man das ja immer wieder oder auch aus anderen Städten. Grundsätzlich leben wir hier in so einer Art Paradies, das muss man einfach so sehen, auch wenn vieles noch im Argen ist. Dankeschön. Der Ralf fragt, ich schätze, das ist unser Ralf, der gerade vom Krankenbett aus zuschaut. Schöne gute Besserungswünsche noch an dieser Stelle. Die Behörden müssten doch im Besitz des Urteils sein. Warum benötigt man eine eidesstattliche Versicherung? Gerichtsurteile und alles, was damit zusammenhängt, werden nach 30 Jahren vernichtet. Und Gerichte entscheiden dann oder haben entschieden, was archivwürdig ist. Also wenn man Glück hat, findet man im Archiv dann auch Strafakten, da steht dann drauf, historisch wertvoll, ja oder nein, dann ist das angekreuzt, ja, und kam dann eben ins Archiv. Das heißt, ein Großteil der Urteile ist einfach vernichtet worden. Das nicht aus Willkür, sondern aufgrund von existierenden Aufbewahrungsgesetzen. Und darum haben eben so, gibt es keine Möglichkeit, jetzt über Gerichte oder sowas die Menschen ihre Urteile wieder zukommen zu lassen. Okay. Dankeschön. Noch eine Frage vom Ralf, der fragt, wirst du persönlich für deine Arbeit angegriffen? Und wenn ja, wie sieht das aus? Oder wurdest du schon mal persönlich für deine Arbeit angegriffen? Bisher nicht. Nee. Also, nee, das kann ich, nee, also überhaupt nicht. Da kamen eher mal Anwürfe aus der Community, Vorwürfe, wir würden wie sagt man, empfangsberechtigte oder Anspruchsberechtigte des Rehabilitierungsgesetzes ausschließlich als schwule Männer konstruieren und würden damit verhindern, dass auch lesbische Frauen ihre Entschädigung bekommen können. Also es gibt ja auch in unseren Kreisen Wirrköpfe und sonderbare Menschen. Nee, aber von rechts oder aus dem rechtspopulistischen Bereich oder konservativen Bereich haben wir bisher noch gar keine Anfeindung erfahren. Überhaupt nicht. Okay, dann jetzt haben wir Fragen weitestgehend beantwortet. Es gab hier noch ein paar andere Kommentare, die nicht sich um dieses Thema gehen. Da geht es um die Diversity Guidelines, wo der Dominik von SAP sich bereit erklärt hat, seine Erfahrungen mal zu teilen. Das könnten wir vielleicht für einen zukünftigen Termin aufnehmen. Wenn noch weitere Fragen sind, könntet ihr die jetzt in das Fenster unter diesem Webcast fragen. Dann nehmen wir die gerne noch mit auf. Ansonsten würde ich gerne vielleicht noch mal einblenden die Hotline wirklich für die Zuschauer, dass man die auch noch mal sehen und dann langsam, genau, das ist die Hotline der Bundesinteressenvertretung Schwuler Senioren, unter der in der Regel der Markus zu erreichen ist und wo man sich auch mit Fragen dahin wenden kann. Und genau,
Von deiner Seite, Markus, möchtest du noch irgendwas sagen zu deiner Arbeit, die dabei bist? Ja, ich würde gerne auch eben sagen, dass das Rehabilitierungsgesetz, das ist geschlechtsneutral formuliert. Das bedeutet, alle Menschen, die mit den Paragraphen in Konflikt geraten sind, das betrifft natürlich auch Paragraph 151 in der ehemaligen DDR, der ja auch lesbische Liebe bestrafte. Alle diese Menschen können rehabilitiert werden, sind es auch automatisch, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und können eine Entschädigung bekommen. Und wir sind derzeit bundesweit die einzige Beratungshotline außerhalb staatlicher Strukturen, die hier Unterstützung und Hilfe anbietet. Und bei uns können alle anrufen, egal ob hetero, wie schwul, trans oder auch lesbische Frau. Wir unterstützen alle. Das wollte ich an dieser Stelle noch einmal loswerden. Dankeschön, lieber Markus. Dann sind wir tatsächlich am Ende dieser Frage-Antwort-Runde. Das war super gewesen. Vielen Dank, dass ihr da mitgemacht habt, dass ihr wirklich auch im Vorfeld Fragen gestellt habt, aber auch während des Webcasts Fragen gestellt habt. Das ist für uns alle das erste Mal, dass wir das in dieser Form machen. Von daher mein herzliches Dankeschön auch an euch als Zuschauer. Vielen Dank natürlich insbesondere an unseren Markus Felke-Schmidt, der jetzt einen wahrscheinlich sehr, sehr trockenen Mund hat, nachdem er sehr viele Ausführungen uns gegeben hat, aber auch einen sehr tiefen Einblick uns gegeben hat in die Emotionen, in was den Verurteilten passiert ist und wie die Situation zum heutigen Tag aussieht. Ich möchte dann eigentlich gerne zum Abschluss des offiziellen Teils langsam kommen. Und habe noch eine Frage hier zu beantworten von der Kerstin, die eingangs fragte, die schon weg ist, aber wäre vielleicht für die anderen auch interessant, die im Webcast gerade drin sind. Wird es eine Aufzeichnung geben? Dieser Webcast wird aufgezeichnet und wir werden den auf Anfrage gegebenenfalls zur Verfügung stellen können. Das war die letzte Frage, die da noch war. Ansonsten bleibt mir jetzt noch hinzuweisen auf den inoffiziellen Teil. Und zwar haben wir hier ein, haben wir hier einen virtuellen Raum uns angelegt und gleich seht ihr auf dem Screen ein paar Hinweise, wie ihr diesen virtuellen Raum da reingehen könnt. Es ist ein frei zugängliches Tool. Das ist der inoffizielle Teil unseres Networking-Events. Wir werden das Tool Spatial Chat benutzen. Den Link solltet ihr jetzt gleich unter dem Webcast eingeblendet sehen und dann auch anklicken können. Ihr solltet nach Möglichkeit den Browser Google Chrome verwenden und bei der Abfrage dann kommt dann so ein Abfragefenster, Kamera und Mikrofon freigeben, weil es ist sowohl ein Bild- und Ton-Networking-Event und wir möchten euch natürlich gerne sehen und auch hören. Ihr könnt euch dann in diesem virtuellen Raum, den ihr seht, frei bewegen. Ihr seht so einen kleinen Bubble vor euch mit eurem Gesicht, eurem Kamerabild. Dieses könnt ihr hoch und runter schieben oder rechts und links schieben, je nachdem, wo ihr hin wollt. Und je näher ihr euch einer anderen Person nähert, umso eher könnt ihr dann könnt ihr mit der Person sprechen und seht auch, wer das ist. Ja? Ihr könnt reinzoomen, rauszoomen, das ist alles möglich. Und ansonsten hatte ich das hier schon mal aufgeschrieben, aber auch ich habe so ein paar Ecken eingerichtet, wo es darum geht, okay, in der einen Ecke ist der Paragraph 175, da würde jetzt der Markus dann im Nachgang noch ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr in die Ecke geht und dann halt auch Markus dort seht, sein Gesicht seht, dann wird er dort sein und auch, kann euch auch direkt noch ein paar Fragen beantworten. Wir haben eine Pride Corner eingerichtet, wer sich zum Thema CSD austauschen möchte. Eine Raucherecke für die, die immer noch das Laster haben. Und die Rainbow Cocktails Corner mit den besten Cocktails zum Pride Month. Wir sind ja jetzt gerade mittendrin, auch wenn nur alles in abgeschwächter Form dieses Jahr stattfinden kann. Und ganz rechts unten in der Ecke findet ihr auch den Darkroom, denn der darf auf einer Party ja nicht unbedingt nicht fehlen, aber anständig bleiben bitte.
Mir bleibt an dieser Stelle jetzt noch für den offiziellen Teil zu sagen, herzlichen Dank. Herzlichen Dank an die Teilnehmer, an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte zwischenzeitlich gehört, wir haben knapp 50 Kollegen und Kollegen aus anderen, aus internen und anderen Netzwerken gehabt, die dabei waren. Das erste Mal für uns, dass das so in diesem Form abgelaufen ist und noch weiter ablaufen wird, im inoffiziellen Teil gleich. Ganz, ganz großes Dankeschön an den Markus Felke-Schmidt aus Köln. Vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast, dass du hier zugeschaltet warst und dass du uns auch noch für ein paar Fragen zur Verfügung stehst gleich. Und ich glaube, wir konnten einiges mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn wir deinen Kontakt weitergeben können oder wenn sich welche dafür interessieren aus dem Webcast, dann auch den Kontakt von Markus weitergeben können, da eine Vermittlungsbühne zu schaffen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken beim Ralf und beim Timo, die auch hier als Sprecher das möglich gemacht haben. Und natürlich insbesondere beim Benjamin Berg, der die ganze Zeit hinter den Kulissen hier alles aufgebaut hat und insbesondere die Technik organisiert hat, die jetzt doch, muss ich sagen, bisher sehr gut funktioniert hat. Also vielen Dank dafür. Und wir sehen uns gleich in dem virtuellen Chat. Ich werde auch da drin sein. Und wenn es Fragen gibt, dann kommt in dem Chat auf mich zu. Und ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Das ist für uns auch dein erstes Mal. Ganz herzlichen Dank. Viele Grüße aus dem Lufthansa Aviation Center hier in Frankfurt. Und wir sehen uns in circa 5 Minuten in den Chat, im Spatial Chat. Ganz herzlichen Dank. Bis bald und eine schöne Happy Pride.